So, hallo zusammen. Es ist schon wieder einiges passiert im Garten. Dafür gibt es jetzt eine Rückblende.
Tomatendach liegt hier unbeschadet. Das hat nur einen kleinen Seitenwind gekriegt. Wir hatten ja stürmische Tage. Für mich auch nervige Tage. Normal nehme ich das Wetter, wie es kommt, aber irgendwie die Tage, da hat es mich mal voll genervt. Ja, das Tomatendach hat es dann auch nicht gefreut. Aber ein großer Zufall, dass ich genau dann da bin, wo es wegwehte, weil die ganzen 3 Tage durchweg gleich waren, also vom gefühlt auf jeden Fall. Und dass auch nichts kaputt gegangen ist. Also es ist alles schier. Das eine Ding, das liegt hier schräg, aber es liegt an der Schraube oben fest. Da ist nichts los. Ich werde das Ganze dann stabiler machen, damit es so richtig hält, auch bei Sturm. Dann habe ich noch, wie im Video auch zu sehen, mir ein, ja, wie kann man das sagen, Unkrautsieb für die Schubkarre gebastelt. Ja, gar nicht so schwer, allerdings auch noch nicht so stabil, wie ich das gerne hätte. Vielleicht kommt da nochmal eine Holzleistenumrandung drumherum, damit das stabiler ist, weil den einen oder anderen Tagger haut es dann raus. Egal, aber es hat mir schon gute Dienste geleistet, geht richtig gut damit. Bin begeistert, selbst wenn das nachher den Geist aufgibt, da lasse ich ja nochmal ordentlich was spannen und dann schön mit Leisten rüber. Dann gibt es hier hinten in der Ecke wieder ein bisschen was zu sehen, und zwar ein bisschen mehr Wand. Ich habe hier ordentlich Erde weggebracht, habe auch ein tolles Teil im Boden gefunden. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen beim Laufen, ist nämlich rutschig, matschig. Ja, das habe ich aus dem Boden geholt. Ich finde, es ist schön rund, damit lässt sich was Ja, anstellen. Wand wird immer freier, Unkraut wird weniger. Da ist übrigens der ganze Unkraut-Steiner-Aushub durch das Sieb. Da gibt es auf jeden Fall nochmal, das werde ich irgendwann nochmal durchsieben und dann werde ich nochmal Unkraut von Steinen trennen. Und dann habe ich wahrscheinlich nochmal einen guten Haufen kleinere Steine, die sich als Drainage eignen oder andere Sachen. Ja, an dieser Stelle habe ich für das Mini-Gewächshaus, so nenne ich es jetzt mal, Mini-Gewächshaus, bisschen was gemacht. Ja, das ist der durchgesiebte Aushub hinten. Vom Freimachen des Bunkers. Dann habe ich da nochmal was hingebaut. Einfach so spontan hatte ich Lust zu. Ob das da bleibt, keine Ahnung. Steht erstmal. Dann im Schnelldurchlauf die Beete. Hier sind die Kräuter alle schön am Wachsen. Und der Rucola. Man kann sehen. Der hat seinen Platz wunderbar angenommen. Auf dem Knoblauchbeet ist noch nichts zu entdecken. Bei der roten Beete ist nichts zu entdecken, außer Unkraut, wie ich heute gesehen habe. Dann Salat wächst schon schön. Spinat auch, da kommt einiges. Übrigens hat sich herausgestellt, kein Maulwurf, sondern Wühlmaus. Und beim Kohlrabi tut sich auch nichts. Also Salat, Spinat voll im Gange, rote Beete und Kohlrabi pennen noch, Knobi genauso. Die kriegen alle noch ihren Auftritt. Ansonsten Sonnenblumenbeet, beziehungsweise ich nenne es Sonnenblumenfeld, soweit angelegt, gesät. Da vorne hat noch eine Pflanze reingefunden. Ich gucke mal, ob die überlebt. Aber ich glaube, die mögen das, die es umsetzen nicht, umpflanzen nicht. Aber die habe ich halt immer irgendwo zwischendrin gefunden. Das musste da weg, also retten oder tot. Danach hinten hat sich was für einen Sichtschutz aufgetürmt aus Grassoden und auch aus der Erde hinten vom Bunker. Also ein paar Steinchen habe ich auch von den Nachbarn hier gekriegt. Die hatten ein paar zum Loswerden und ja, ich kann ja gebrauchen, ne? Dann gab es hier, witzig, ich habe das gebaut, ohne zu wissen, was hier hinkommt. Und dann ja, bin ich heute bei meinen Eltern und dann zeige ich meine Mutter mir was im Keller. Und das ist dieses schöne Teil. Perfekt für diesen Platz, finde ich. Da finden bestimmt 2 Hintern irgendwann ihren Platz. Ja, und witzigerweise heute im Sperrmüll dann noch gefunden, das Teil hier. Und meine Mutter ist ein riesen Eulenfan. Schon ewig. Und irgendwie passt das doch wohl zusammen heute. Das Ding habe ich jetzt einen tiefer gesetzt, dass es nicht wegwehen kann. Und habe das auch reichlich schon mit Erde befüllt.
Da kommt der Knoblauch. Übrigens ist das einer meiner Versuche. Wenn ein Knoblauchzehe oben kaputt ist, das ist der erste, der rauskommt. Hier beim anderen Stöckchen ist der zweite, der war nicht ganz so verletzt, aber das war der am stärksten Verletzte. Ich glaube, Knoblauch kommt schneller, wenn man den oben abschneidet. Das könnte gut sein. Das werde ich. Oh, da kommt noch mehr. Da ist noch einer, da kommt noch mehr. Wunderschön der Spinat, wie der sich hier gemacht hat. Die Wühlmaus wird das ab und zu checken, ob da auch alles in Ordnung ist. Da verlasse ich mich dann mal drauf. Ist genug für alle da. Guck mal, wie schön der Salat kommt. Ist das nicht schön? Also irgendwas habe ich schon richtig gemacht, ohne zu wissen, was ich tue. Auch nicht schlecht, ne? So, das habe ich gerade noch entdeckt. Den habe ich hier eingepflanzt, den linken hier. Und hier ist ein zweiter Trieb gekommen. Den habe ich auch eingepflanzt. Da war die Zwiebel noch dran. Das Ding habe ich mit dem Spaten aus Versehen abgekappt. Hat den Platz aber angenommen und Wurzeln anscheinend gebildet. Und das Teil hier nebenan. Das lag noch 10 cm unter der Erde. Das ist jetzt rausgekommen, direkt daneben. Voll interessant, weil ich das ein Stück weiter gemacht hatte. Voll schön. Das habe ich gerade bei mir im Garten entdeckt. Das schöne blaue hier. Vielleicht ist es ja Unkraut, ich weiß es nicht. Ich finde es auch super interessant, wie die von unten aussehen. Voll schön. So. Sehr interessant. Sind schon wieder ein paar Tage vergangen. Beim Sonnenblumenbeet ist soweit nichts weiter passiert, beziehungsweise fällt. Und ja, es wird noch eine dritte Folge geben zu den Sonnenblumen, weil dann natürlich noch mehr entsteht. Daher zweite Folge hier zum Ende gefunden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und schaut das nächste Mal gerne wieder rein. Euer Lars. Tschüss.